Wochen rund jeder spielt. Ja. Guten Abend, liebe Zuschauer daheim. Der Mann war ein Star. Ein Star im besten Sinn des Wortes. Er hat gut ausgesehen, hat präsentiert, war ein Profi, hat Medienerfahrung gehabt. Das ist auch etwas Wichtiges. Er kam auf dem Radio. Der Mann war ungeheuer sympathisch, offen. Man hatte ihn gerne, hatte eine warme Ausstrahlung. Und von dort her, Bart mit seiner professionellen Kompetenz, hat das also gemacht, hat eben sehr gut gemacht, oder? Hat ihm einen unglaublichen Erfolg eingetragen. Und wir haben damals, als wir ihn geholt haben, haben wir einfach gesagt, das ist ein Typ, der wahrscheinlich beim Volk ankommt, beim Publikum ankommt. Und so war es auch. Seine grosse Stärke für mich ist, dass der genau das war, was der Deutschschweizer sich von einem adretten Präsentator vorgestellt hat. Am Vierwaldstätter See im luzernischen Weggis, in einer 3,5-Zimmer-Wohnung direkt über dem Café Dahinden, lebt der 64-jährige Manny National. Nach seiner vorzeitigen Pensionierung im Jahre 1995 hat sich der legendäre Liebling der Nation aus seiner Heimatstadt Basel zurückgezogen und in der Innerschweiz niedergelassen. Hermann Weber arbeitete fast 40 Jahre lang als Reporter fürs Schweizer Radio. Er moderierte während 16 Jahren die beliebte Sendung Praktische Medizin am Schweizer Fernsehen und erlangte als Quizmaster von Doppelt oder Nüt und Wer gewinnt eine unvergleichliche Berühmtheit. Jetzt hat er, was er fast das ganze Leben lang vermisste, viel Zeit. Er kommt am Morgen schon, er kommt am Mittag. Manchmal kommt er auch erst gegen Abend, wenn er fortgeht, wenn er einen Ausflug macht oder so. Dann kommt er am Abend, wenn die einheimischen Gäste auch ein bisschen mehr sind, der Stamm und so. Das ist ja so verschieden. Nun ist der Stammtisch sein Zuhause. Er muss auch ab und zu mal Unterschriften geben, wo die Leute kommen und sagen, wenn der Mann rum ist, könnten wir nicht ein Autogramm haben von ihm. Und das haben wir also schon ein paar Mal gemacht. Und ich darf auch sagen, es gibt auch Gäste, wo Frauen, die wirklich kommen, die sagen, ja, wo ist der Mann? Und die richtig Freude haben. Und, mal. Und sein Publikum sind die meist älteren Gäste im Café, denen der alte Charmeur noch immer seine Aufmerksamkeit schenkt. Doppelt oder Nüt, das Fragespiel mit Hermann Weber, erlebte in den 60er Jahren im noch jungen Medium Fernsehen eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Die Legende geht, dass sogar einmal eine Gemeindeversammlung abgesagt werden musste, weil die Mehrzahl der Stimmberechtigten zu Hause vor dem Fernseher saß. Okay. Guten Abend, liebe Zuschauer daheim und herzlich guten Abend, liebe Zuschauer bei uns im Studio Wolfbach. Einmal mehr und am schönen Sommerabend. Das zweitletzte Mal vor einer längeren Pause begrüße ich Sie zur Direktübertragung von unserem Spiel «Doppelt oder nicht». Er war ein gut aussehender junger Mann. Er ist in ein Medium hineingekommen, wo die Neugier der Leute immer grösser geworden ist. Das war in der Periode, in der die Zuschauerzahlen am meisten zugenommen haben. Er war auch, ich will jetzt mal sagen, ein Frauentyp, ein Frauenliebling. Das Doppelt oder Nüt vom August 68 war die erste eigenproduzierte Farbfernsehsendung des Schweizer Fernsehens. Und so steht sie jetzt neben mir. Ja, bitte. Guten Abend. Hören Sie mich? Ja, ist gut. Ist es zu laut oder zu leislig? Ist gut, recht. Ist gut? Gut? Ja. Sind Sie parat? Jawohl. 6 Minuten. 4'000 Franken steht auf dem Spiel für Fräulein Barbara Hagmann. 2 Fragen dürfen falsch oder nicht beantwortet sein. Ja. Er hat mit dem Publikum schön können. Er hat gut Dialoge mit den Kandidaten. Also wie der Kuhlenkampf sagte, er war genauso gut oder schlecht wie die Kandidaten, die er hatte. Aber auch da, ich finde, er war sehr menschlich. Wir kommen jetzt zur Schlussphase, zur entscheidenden Phase. Und am Schluss werden wir sehen, wenn das Zittern aufhört, ob die Operation erfolgreich war. Sie sehen, der Patient ist jetzt absolut ruhig. Live aus dem Krankenhaus. Praktische Medizin überträgt aus der neurochirurgischen Abteilung des Zürcher Universitätsspitals die Operation eines Parkinson-Patienten. Ich möchte dem Patienten, dem Herrn Käuferler, danken, dafür, dass er sich zur Verfügung gestellt hat,
in dieser Sendung mitzuwirken. Und dann gilt mein Dank natürlich dem Herrn Professor Kreienbühl und seinen Mitarbeitern, die diese Sendung ermöglicht haben. Wir verabschieden uns von hier und schalten zurück ins Studio. Seine Lieblingssendung war die Medizinsendung, weil er dort, und das hat er tiptop gemacht, er hat dort stellvertretend für den Zuschauer Fragen an die Ärzte oder an die Fachleute gestellt, dass der Zuschauer daheim nicht geschlossen war in das Gespräch. Wir waren Pionier in Europa. Das ist nie gemacht worden. Also. Das ist eine Erfindung von Walter Plüss. Und ich bin dann vom einfachen Reporter, der am Anfang sehr selten im Bild war, weil ich die Kamera eben noch nicht beherrscht habe, immer drin mehr drin hineingewachsen und bin dann Co-Realisator geworden. Und das ist natürlich ganz interessant. Das war auch eine interessante Zeit gewesen. Medizinisch ist eine interessante Zeit. Die wohl berühmteste Szene. In der Unterdruckkammer wird eine Flughöhe von 8300 Meter Höhe simuliert. Und Manny erlebt live am eigenen Leib die Auswirkungen des Sauerstoffmangels im Gehirn. Walter Plüss hat mir dann einmal Gelegenheit gegeben, weil ich ja eigentlich sonst ein bisschen nicht im Vordergrund war. Dass ich im Zentrum einmal bei der Flugmedizin auf 8300 Meter Höhe rauf, was man heute nicht mehr machen will, weil es wirklich lebensgefährlich ist. Und weil er gewusst hat, dass ich an die Grenze gehen will. Ich wäre dort auch gestorben für die Sendung, für mit 8300 Meter. Also, ich kann das einfach wählen. Habe ich das dann auch dürfen? Alles über Manny wollten nun die Schweizerinnen und Schweizer wissen. Und die neu aufkommende Boulevardpresse machte Manny Weber zu Manny National. Zu Mr. Doppelt oder Nüt, zur öffentlichen Figur. Bekannt im ganzen Land. Ich weiss nur noch, dass mir Walter Plüss am Tag vor der ersten Sendung gesagt hat, ab morgen ist dein Leben nicht mehr das gleiche. Du wirst ein anderes Leben haben. Ich war damals Chefredakteur von der Neuen Presse. Das war ein Konkurrenzorgan zum Blick, wo relativ leider kurzlebig war. Und um die Auflage von dieser immer ein bisschen kränkenden Neuen Presse ein bisschen zu forcieren, haben der Manny und ich, der Manny war übrigens auch Mitarbeiter bei der Neuen Presse, haben der Manny und ich beschlossen, seine bevorstehende Heirat, die noch ziemlich geheim war, die Heirat mit der Irene Monigatti, dass wir die publik machen, in der Neuen Presse, mit wunderschönen Bildern und allem. Die haben sich den Kuss gegeben, die haben alles das gemacht, posiert, wie man das sollte für so eine Veranstaltung, und haben es dann ganz gross in der Neuen Presse gebracht. Sehr zum Missfallen vom Blick, der von allem natürlich nichts gewusst hat. Mannys Hochzeit mit der Stewardess Irene wurde zu einem Medienereignis. Mit stürmischem Applaus wurden Irene und ihr Auserwählter empfangen und ebenso lautstark zum Rathaus geleitet. Auch das Schweizer Fernsehen drehte in Maienfeld und Vaduz vor Ort und strahlte den dreiminütigen Film in der Antenne zur besten Sendezeit aus. Das war vor 30 Jahren. Heute wird sich Manny am Ort der Hochzeit wieder mit der damaligen Braut treffen. Ich habe das Gefühl, ich treffe einen alten Kriegsveteran. Also, ich freue mich wahnsinnig. Du wirst es ganz klein empfinden, ich sag das ganz klein. Es ist riesig groß. Nein, ist es eben nicht. Aber ich sehe, ich weiß, wie viele Menschen dort ja sind. Hunderte von Schaulustigen strömten damals zur Hochzeit vor das Maienfelder Rathaus. Aber ich habe das viel grösser in Erinnerung. Die Leute waren bis dort hinten. Ja, durch das natürlich keine Autos waren, das ist klar. Und der Durchgangverkehr, das weiss ich, bin ich nervös geworden. Ja, wo sie am Morgen, wo sie am Morgen am Radio habe ich gehört, wegen einem Anlass in Meierfeld. Das ist für ihn das Grösste. Ich habe gedacht, das ist für ihn das Grösste. Sich der Durchgangsverkehr gesperrt. Ja, da sind wir rein, oder? Ja, ich weiß schon. Und dort? Nein, da. Das Studienheim ist schon sicher standesamt. Yes. Im Gerichtszimmer des Rathauses wurden sie von Landammann Balzer auf die ehelichen Rechte und Pflichten aufmerksam gemacht und anschließend getraut. Weber, Hermann, Viktor, ich richte an Sie die Frage. Wollen Sie mit Monigatti Irene die Ehe eingehen? Ja. Monigatti Irene, ich richte an Sie die Frage. Wollen Sie mit Weber, Hermann, Viktor die Ehe eingehen? Ja. 29 Jahre, stimmt das? Nein, 30.
Nein, 68. Ja. 31 Jahre. Jesus Gott, 31 Jahre. So lange lebst du. Ah, nein. Ja, du auch. Sichtlich erleichtert erschien das frischgebackene Ehepaar wieder in der Öffentlichkeit. Umringt von Fotografen, Angehörigen und Freunden nahmen sie Glückwünsche, Telegramme und Geschenke entgegen. Anschließend offerierten die Gemeindebehörden den geladenen Gästen im Rathaussaal einen Willkommtrunk. Die Feier im Gemeindehaus wurde mit Lautsprechern auf den Dorfplatz übertragen. Ich habe einmal zufälligerweise, das ist ein verrückter Moment gewesen, uns gesehen bei einem Ausschnitt, wo wir in das Rothaus laufen, und haben mir gesehen, ja, und habe gedacht, ja, nein, also Kunststück, ich habe einfach mit grossen Augen geschaut, ich bin für alles aufnahmefähig gewesen, völlig wirklich naiv. Und da war Claudine mit einem super Mini, wo die Leute alle gesagt haben, wie kommt die ausgeschämt her, weil die gerade von London gekommen ist und Mini Mode geworden ist. Da ja, ist ein voller Rütze drin. Ja, und dann ist doch ein Profi. Jetzt muss jemand ein Profi machen. So sitzt ein Spendli. Und neben mir, so. Hey. Ah. Ah. Ja, ich mach bis jetzt ein Foto machen. Geht nicht, mach jetzt ein Foto. Es sind ja Leute eingeladen worden, Persönlichkeiten eingeladen worden an die Hochzeit, die ich überhaupt nicht kannte. Als Statisten. Also wenn man der Vogel von München seinerzeit einlagen hat man das Fürstenpaar, also seinerzeit noch der Nikolaus und Prinzessin Nora, die mussten dann auch dabei sein. Und dann hat man einfach noch gesagt, ja, der O.E. Hasse ist noch da, da gibt auch noch ein bisschen Farbe und das ganze Schweizer Fernsehen. Aber das war ein Fest gewesen. Nicht für uns. Es war ein Fest für die Öffentlichkeit. Wie ist dir zu Mut? Mir ist gut zu Mut. Mir gefällt es. Mir auch. Ich bin schon. Also es hat schon Emotionen. Jetzt trinken wir mal. Wo ist das? Es war ein Liebeshyro, wenn ich auch nicht glaubte, dass er mich geliebt hat. Aber ja, aber vielleicht habe ich meine Tasche dort. Ja. Und eben, meine Wahrnehmung ist ja nicht das Gelbe vom Ei. Aber es ist alles so rausgekommen, wie es hätte rauskommen müssen. Aber da ist es schön. Also, und Hauptsache für mich ist einfach toll, dass das Zusammentreffen wieder mit dir. Das ist ja schön hier. Und es ist harmonisch. Aber ich kann nichts anderes erwarten. Und wir haben kein Problem? Nein. Ich kann gar nichts anderes erwarten. Wir gehen jetzt nicht direkt aufs Standesamt zum Wiederheiraten. Man weiß es zwar nie, aber soll, wenn das hast du immer gesagt? Du man soll immer, nie sagen. Ja, du hast immer gesagt, man soll nie sagen. Sonst sagst du noch etwas, ich habe am meisten geschwätzt. Ich habe Hunger. Das ist ein typisch Mann. Vier Jahre später war die Herrlichkeit vorbei. Die Ehe wurde geschieden. Daraufhin beschloss Hermann Weber, kein zweites Mal zu heiraten. Das Treffen mit Irene 30 Jahre später endete in Minne. Heute ist es um Mannys Liebesleben etwas ruhiger geworden. Damals tat die frühe Scheidung seinem Ruf als Frauenheld keinen Abbruch. Im Gegenteil. Die Regenbogenpresse berichtete laufend über Manny, besonders wenn die Freundin ebenfalls zur Prominenz gehörte, wie die damalige Fernsehansagerin Lilo Hausener. Am meisten habe ich seinen Humor geschätzt. Er ist sehr ein charismatischer, für schweizerischen Begriff damals sehr viel Charisma gehabt. Hat auch einen Glamour gehabt. Und war ein Sunnyboy, hat immer gute Laune gehabt. Ich habe meine nie erlebt mit einer schlechten Laune, also ich möchte mich nicht erinnern. Die längste Verbindung hatte Hermann Weber mit Doris Niedlisbach, ebenfalls Stewardess. Ich weiß natürlich nicht, ob er mir treu war. Ich glaube es sogar nicht. Also ich glaube sogar, ich weiß, dass es nicht war. Aber er ist, hat immer geschaut, dass ich nicht bei den Händen komme. Nicht, um mich zu betrügen, sondern um mir nicht weh zu tun. Und das muss man eben auch als positiv bewerten. Also, dass er das auch möglichst diskret gemacht hat. Also, er ist nicht mit anderen Frauen in der Öffentlichkeit in dieser Zeit, in der er mit mir zusammen war.
Er hat mich nie bloßgestellt. Wenn wir irgendwie Querelen hatten, er war sehr gut im Ausreden, oder? Mit Humor verbunden natürlich. Und er war auch gut im Lügen, wie alle Männer, nach neuesten Untersuchungen. Damals haben wir gemeint, er sei der Einzige, aber heute weiss ich es. Nach so, ich kann mich erinnern, eine Situation, wo wir irgendeine Querelle hatten, ich weiss nicht mehr was, es ist unwichtig geworden, hat er mir eine Karte geschickt. Und die Karte, das hat eine Quotation drauf gehabt: There are three sides to every story. Yours, mine and the facts. And the facts will never know many, oder? Das vergesse ich nie, weil es ist so gut gewesen. Ich kann ihm nicht böse, ich weiss nicht mehr was, aber es ist ja wahr, oder? Also gerade Facts wissen wir nie. Ich habe mich durch ihn einfach als Frau unglaublich bestätigt gefühlt. Wunderbar gut einfach, oder? Also das Klischee, das wahrscheinlich auch, ja, wo man, also, oder die Vorstellung, die man von ihm ja vielleicht wirklich auch immer gehabt hat und hat, er war ein ganz wahnsinnig guter Liebhaber gewesen. Für mich, oder? Und, aber dann wahrscheinlich noch etwas mehr, weil sonst wäre es ja einfach irgendein Abenteuer gewesen. Wir sind eigentlich alle sehr neidisch gewesen auf der Manni, weil der Manni hat einen unvorstellbaren Erfolg gehabt bei den Frauen. Wenn man mit dem Manni ausgegangen ist, das ist unglaublich, wie die Leute darauf reagiert haben, vor allem wie eben die Frauenwelt auf ihn reagiert hat. Also über meine Vergangenheit mit Frauen rede ich im Allgemeinen also nicht. Aber es ist eine sehr schöne, angenehme Zeit, wenn ich mich daran erinnere. Aber was man mir alles nachsagt, das ist einfach nicht möglich. Schon aus zeitlichen Gründen, um jetzt einmal den harmlosesten Grund zu nennen. Ich musste ja arbeiten und konnte mich nicht durch die Betten herumturnen. Aber dass ich natürlich mit interessanten Frauen liiert war und dass das, wenn ich mal vielleicht mit jemandem ausgegangen bin, dann ist das in der Zeitung das Foto gekommen. Und das gibt einem dann den Ruf. Heute gelten die meisten Anrufe seiner Mutter. Ja, hallo, da ist ein Weber. Du, sag mal, Evelyn könnte nicht am Freitag kommen. Ja? Warum machen? Wir können sie ja vorführen und zeigen. Leute dir dann noch viel an? Alltag. Jeden oben. Immer. Und manchmal, wenn da noch eine Sendung ist im Fernsehen, da gibt es drei und vier Gespräche. Dann schaust du noch. Ja, ich schaue noch. Wie findest du das? Und so. Dann können wir recht hecheln darüber und dann hängt man wieder auf und dann geht es wieder weiter und dann müssen wir wieder reden darüber. Und das finde ich immer lustig. Wir sind dann aber, da sind wir aber immer gleicher Meinung. Das ist also wahr. Kürzlich habe ich gejammert, weil ich kein Auto habe. Aber ich sagte, Gott verdammt, jetzt habe ich wieder müssen laufen. Dann sagt sie, selber die Schuld, sie ohne Bett, on reste bête pour longtemps. Seid ihr mir? Ja, was wolltest du sagen? Ich bin fast am Stuhl gefallen. Ja, weil er ein bisschen Blödsinn gemacht hat. Dann hat er gesagt, ja, ich bin ein Armer. Ich dachte, ja, das ist nicht so schlimm. Ich tue nicht mit ihm jubeln. Nein, wir haben natürlich einen Krach gehabt. Jetzt nicht mehr, weil es ist altersweih, aber früher haben wir Krach gehabt. Grauenhaft. Er war schon ein fröhlicher Bub, da muss ich sagen. Er hat auch gemacht, was er wollte. Nein, es ist. Man musste schon auf die Eise gehen. Das ist schon sagen. Aber im Großen und Ganzen haben wir schon ein bisschen im Griff gehabt. Ich bin offensichtlich, und das zeigen auch die Bilder, ich bin ein äußerst. Es ist furchtbar, wenn man das selber sagt. Ein attraktives Kind gewesen. Und meine Eltern erzählen mir auch, wenn sie sind einkaufen in der Stadt, haben mir immer Verkäuferinnen wollen verschmutzen und machen und so. Er hat schöne Augen gehabt. Jetzt hat er es nicht mehr. Aber er hat richtig schöne Augen gehabt. Und dann hat er so etwas ausgestrahlt und das hat den Verkäuferinnen gefallen. Er war ein fröhlicher Kerl. Man muss ja also sagen, wir können Freude haben. Wenn ich in der Schule dort nicht versetzt worden bin, dann hat man geschaut, dass der Mann in die beste Privatschule und dann die gute eidgenössische Matur macht. Das war überhaupt keine Diskussion. Aber wenn ich das Zahnbürstchen falsch eingestellt habe oder das Wäschplatz nicht ausgedruckt, dann war einfach Zamba. Im Jahre 1989 verlor Manny laut eigener Aussage bei Dollarspekulationen ein halbes Vermögen. Er musste seine langjährige Wohnung an der Schützenmattgasse in Basel aufgeben und zog für 6 Jahre zu seiner Mutter ins elterliche Haus am Jakobsberg. Nach Basel fährt er heute nur noch,
wenn er seine inzwischen 89-jährige Mutter in ihrer Alterswohnung besucht. Hallo, mein Mistro. Beide lassen die Grüße und freuen sich alle. Ja, ist gut. Was? Auf den 90. Ja, ja, also, zuerst muss ich den überleben. Und los, die 93, auch Moment da. Die ist Vreni. Sie fragen alle, ob das die Freundin sind. Hey, ja. Hey, ja, und ich bin auch noch so wie ein Denkbuch. Aber die kannst du schon wieder mitnehmen. Ja, weil es ist so, ich würde von diesen Autogrammfotos machen. Und ich brauche nicht ich zwei Fotos. Nein, ja, ich habe ja gut. Das wird zu viel. Der Gang in die Cafeteria der Alterssiedlung gehört dazu bei Mennys regelmäßigen Besuchen bei der Mutter. Die anderen Bewohnerinnen und Bewohner kennen mittlerweile den berühmten Sohn ihrer Nachbarin. Ich nehme das Wasser. Die besondere Beziehung zwischen Mutter und Sohn Weber war schon früher bekannt. Ich weiß, dass er also zu meiner Zeit nach seinen Sendungen oft der Mutter angerufen hat, wie bin ich war und so, was habe ich falsch gemacht. Ich glaube, sie war eine ganz grosse Beraterin von ihm. Ja. Haben Sie dann kritisiert, irgendwie nach der Sendung? Und Sie? Der Lüsse hat immer gesagt, hast du die Mutter schon angerufen? Das eine muss noch machen. Und er hat gesagt, du sagst mir das Wort. Und das ist wahr. Ich kann dich auch nicht verherrlichen. Heutzutage, wenn ich jetzt mit jemandem geheiratet bin und er macht Fernsehsendungen und nach der Sendung ist das erste gerade, ich sage es ein bisschen zynisch, eine Mameli anzuleuten und fragen, Mameli, hast du die Sendung gefunden? Da wäre ich heute verletzt. Bin ich seinerzeit nicht gewesen. Ich konnte es nicht geniessen. Die Sendungen bin ich immer froh, wenn sie wieder durch waren. Ich hatte immer Angst, dass etwas lang zu laufen. Ich bin gar nicht so. Wirklich. Also. Im Fall ist es mir gleich, als es nachher fertig war. Das muss ich auch wieder sagen. Ich bin jeden Tag dankbar, dass es mir so gut geht. Ich schaue es nicht für selbstverständlich an. Nein. Es kann heute Morgen etwas passieren. Aber du lebst noch gern. Natürlich lebe ich noch gern. Du hast nicht den Gedanken, wie ich, dass ich denke, wenn ich jetzt heute Nacht oder im Schlaf sterbe, wäre es mir auch noch recht. Nein, da habe ich noch nie gedacht. Nein. Wisst ihr, wo der noch daheim war? Ich hatte oben mein Stübli eingerichtet mit dem Fernseher und der hat unten geschaut. Der ist halt immer aufzuspringen gekommen. Schau jetzt da. Und wieder darüber geredet. Und dann das war immer glatt gewesen, so. Wir haben es also schön zusammen. Aber wenn er jetzt allein weg ist, also haben Sie das Gefühl, es fehlen ein bisschen Familie? Ja, natürlich. Das ist eben das, wenn er nicht mehr nach Hause gehen kann und die Mutter auf ihn wartet. Das ist das, was ihm fehlt. Darum telefoniert er alle oben. Aha. Wolltest du kochen lassen? Hm. Dann geh wieder. Dann denkt er, ich könnte noch eine Stunde lang schmerzen. Er hat Angst, hä? Nein. Ja, ich könnte jetzt erzählen. Du kannst erzählen, was du willst. Und ich habe das Gefühl, das fehlt ihm. So ein bisschen die Fürsorge. Das fehlt ihm einfach. Ich konnte nicht lange heim, es ist halt niemand da. Der fragt und man kann die Sachen miteinander und das Essen parat ist. Hast du wieder mal die Basel-Zeitung können lesen? Ja, das ist schnell durchgegangen. Ja. Ade, ade. Also, ade, mach's gut. He? Ja, im Morgen. Das ist ein Post. Bis zum nächsten Mal. Ja, ja. Gehen wir dann gut essen in die Stadt. In die Stadt? Ja. Nein, nein. Ja, ja, das geht dann. Ja, nun, er muss jetzt selber schauen, wie er durchkommt.
seinen Verlauf nimmt. Auf jeden Fall habe ich nicht das Gefühl, dass er seine Pensionierung so genießt. Das glaube ich nicht. Man ist einfach dazu. Aber eben, es sollte einfach eine Aufgabe haben. Finde ich. Wo er es zu tun hat mit. Wo er Freude macht. Im traditionsreichen Kurort Weggis spielt jeden Morgen um 11:30 das Kurorchester, die Classic Band. Bei unsicherem Wetter spielen sie im Saal des Hotel Rössli. Auch Hermann Weber ist häufig Gast in diesem Lokal, vor allem, wenn sein Stammcafé Ruhetag hat. Das Bier am Morgen erinnert an die Gerüchte und Medienberichte über seinen Alkohol- und Drogenmissbrauch. Ich habe überhaupt kein Problem, habe nie eins gehabt. Ich weiß, dass es schon gesagt worden ist, aber das ist, was ist, außer dass ich schwul bin, ist über mich schon alles gesagt worden. Das noch nie. Aber sonst, und ich kann wirklich nicht sagen, ich weiß nicht, woher das kommt, ich weiß es nur, können wir es vorstellen, dass halt eben, etwa die mal die Fotos, die gekommen sind in der Presse, entsprechende. Dass ich dort meistens ein Glas in der Hand habe, das haben andere auch. Aber ich meine, du trinkst doch sicher mehr als der Schweizer Durchschnitt? Nein, ganz sicher nicht. Ich denke, sicher weniger. Weniger als der Schweizer Durchschnitt? Alkohol, aber ganz sicher. Ich finde es jetzt nicht so toll, wenn man mir einfach gewisse Eigenschaften oder gewisse Neigungen zuschreibt, die ich jetzt nicht so toll finde und ich sie auch nicht habe. Das gehört jetzt zu diesen also Beispielen oder Ansichten, wir brauchen zwei, drei andere noch, wo einfach mir wieder mit einem Schlenker oder mit einem Nebensatz unterschiebt. Wo noch nie jemand gesehen hat und nie jemand hat können beweisen und nie jemand Hinweis hatte. Ich habe noch nie ein Billett weg gehabt. Auch nicht wegen Alkohol. Ich habe nie eine Sendung vergeigt wegen dem. Ich bin nicht besoffen. Ich habe mich kürzlich gewundert, wo ein Artikel, der überhaupt nichts mit dem zu tun hat, die seriöse Journalistin, die mit uns gleich noch müssen, am Anfang irgendetwas von Schlagzeilen wegen Koks und Amphetamin und Zeugs bringen, die widerlegt waren, schon lange, seit 3-4 Jahren widerlegt waren, aber es hat gleich wieder reinkommen. Und das finde ich so mühsam. Ich trinke wegen dem keinen Schluck mehr und keinen Schluck weniger. Aber dass man auf so, es ist fast wie ein Ritual, da drauf rumhackt. Wie dem auch sei. Viel Abwechslung gibt es nicht in Weggis. Ali, Madeleine! Am Montag ist Spiegeltag, sagt Manny. Der Kauf des deutschen Nachrichtenmagazins ist für ihn fast ein Ritual. Hallo, hallo. Guten Tag. Mein ist fertig. Ja. Überhaupt ist die Lektüre Hermann Webers Hauptbeschäftigung. Neben den Nachrichtenmagazinen liest er die Zeit, aber auch Sachbücher und Romane. Abends schaut er fern und freut sich, wenn ab und zu ein Gastauftritt bei einem Schweizer Fernsehsender den Alltag durchbricht. Diesmal ist es der TAF Bazar auf SF1, der Manny als Promigast zur Live-Sendung eingeladen hat. Guten Tag. Freut mich sehr. Freut mich auch. Das ist schon ein bisschen früher. Aber es ist. Ja, ich gehe einfach. Selten hat Manny abgelehnt, wenn er in ein Studio gebeten wurde. Das hindert ihn aber nicht daran, das Fernsehen zuweilen als Tingeltangel zu bezeichnen. Manny schätzt die Atmosphäre vor und hinter den Kulissen. Im Prinzip spielen die gleichen Gesetze. Mhm. Und gerne gibt der erfahrene Profi den jüngeren Rat. Die Ruhe vor dem Sturm eines Live-Auftritts im Studio verschafft ihm heute noch einen gewissen Kick. Eine halbe Ewigkeit. Ja. Manny National, unter dem Namen kennt man meinen heutigen Gast im TAF Bazar.
ich denke fast noch in der ganzen Schweiz. Grüezi miteinander und ganz herzlich willkommen, Hermann oder eben Manny Weber. Ich danke herzlich für die Einladung, sehr gerne gekommen. Freut uns, dass Sie da sind, Herr Weber. Ich glaube, live ist man einfach besser. Oder viele Leute besser. Ich bin konzentriert. Ich tue mich auch auf das einstellen. Ich weiss, jetzt ist man. Und das Hirn schafft besser. Eine Live-Sendung, das ist für uns auch, sogar für die Regie, ist etwas Prickelndes. Man kann auch Erotisches sagen vielleicht, weil wenn man weiß, es geht noch 5, 4, 3, 2, 1 und los, das ist natürlich spannend, das ist sensationell. Das ist die Live-Sendung, das ist sensationell. Für den Mani, wie für den Produzent damals Max Ernst, für mich und alle anderen, die im Studio waren. Kann das süchtig machen? Ja, das kann süchtig machen. Man muss die Kamera gern haben. Jetzt werde ich sagen, das Spiel, weil ich, wie soll man eine Kamera, wo es Metall und Glas und weiß ich was ist, gern haben. Aber man muss sie als Symbol gern haben. Das hängt wieder damit zusammen, dass man die Leute gern haben, im Grund, die Zuschauer gern haben. Wenn er in die Kamera geschaut hat, hat er das Gefühl gehabt, ich habe da ein Heer von Leuten vor mir, die ich überzeugen muss von dem, was ich mache. Das hat er blendend gemacht. Man kann es lernen, insofern, dass man eben mit der Kamera nicht einfach die Kamera anschaut als ein technisches Instrument, das jetzt dort ist, das von jemandem bedient wird, sondern das ist etwas. Und wenn ich jetzt sage, ich liebe dich oder ich habe dich gerne, kommt das zurück. Und das ist das, was wahrscheinlich übergeht. Für was ist denn Kamera ein Symbol? Du hast gesagt, Kamera müssen wir als Symbol betrachten. Es ist das Medium, das mich verbindet mit der Welt. Eigentlich bin ich vor der Kamera der bessere Mani als in Realität. Also nicht der beste Mensch, nicht? Ich bin nicht der gute Mensch. Die hasse ich wie die Pest, die guten Menschen. Sondern ich würde gerne so sein den ganzen Tag, wenn ich vor der Kamera bin. Und vor der Kamera ist es nicht gelogen. Weil die Kamera vertreibt das Lügen nicht, das habe ich schon mal erzählt, x-mal in Interviews. Sondern das ist ehrlich. Aber ich kann leider nicht das ganze Leben lang so nett oder so gescheit oder so vernünftig oder so einfach relativ gut sein, wenn ich vor der Kamera bin. Es ist das, was mich verbindet mit den Leuten, die ich will erreichen will, oder der einzelnen Person, die jetzt daheim sitzt, die ich will erreichen will. Und das geht via das. Also reagiert sie dann auch? Also gibt sie eine Antwort? Ich gebe mir die Antwort wahrscheinlich selber. In welcher Art erwartest du eine Antwort von der Kamera? Indem ich mich wohlfühle. Das Gefühl von wohl, sich wohl. Ich fühle mich auch vor der Studiokamera, fühle ich mich sehr wohl. Ich lebe auf. Es reicht mir zu wissen, dass noch jemand sitzt oder liegt. Was sich freut oder ärgert. Es ist das Gefühl, wie wenn ich mit einer sehr sympathischen Gesellschaft zusammen bin. Also in einer Gesellschaft bin, wo ich mich wohlfühle, wo sich die anderen Leute auch wohlfühlen. Und das ist ja wahrscheinlich das, was man muss in die Stuben übertragen muss. Manny besucht regelmäßig das Spielcasino Weggis. Sein Einsatz beträgt 100, manchmal auch 200 Franken. Und er erzählt, er habe schon manches Mittagessen im Casino gewonnen. Das Spiel hat ihn sein Leben lang begleitet. Auch der Höhepunkt seiner Fernsehkarriere, doppelt oder nüt, ist unmittelbar mit Spiel und Risiko verbunden. Wer gewinnt, das Nachfolgequiz von Doppelt oder Nüt, lief 5 Jahre lang und brachte es auf 60 Sendungen. Dann war Schluss. Willkommen zur letzten Runde vor der Champion-Runde. Wer gewinnt? Die ganze Welt beachtet 1932 einen Schweizer, der in Dübendorf mit seinem Ballon erstmals über 16.000 Meter in die Stratosphäre aufsteigt. Wie heißt er?
Am Papier. Picard. Richtig. Wer gewöhnt, war ein sehr moderner Quiz einfach. Sehr schnell, mit dir, mit Elektronik, mit Projektoren, mit alles drum und dran und Licht und Signete und alles synchron und. Es lief einfach an ihm vorbei, dunk mich. Und dann, glaube ich, nach 2-3 Jahren, wie gesagt, es war nicht der Erfolg von Doppelt oder nicht, dann hat man aufgehört und sind andere Spiele gekommen. Aber aufgehört im 76 haben wir eigentlich, wie wir gesagt haben, ja, die Form von dem Fragespiel, das ist jetzt langsam ein bisschen am Auslaufen. Und, ja, man könnte dann vielleicht später wieder mal so etwas machen. Und dann haben wir auch mal wollen, wirklich neue Leute herziehen. Dort ist der Felix gekommen und hat dann mit dem Teleboy natürlich Erfolg gehabt. Und dann ist beim Telstar, wo ja auch eine Quiz-Sendung war, ist der Benny Thurn hergekommen. Wir haben also nicht wollen, den Manni überhaupt nicht mehr beschäftigen, aber es hat sich dann einfach ergeben, dass der Manni nicht mehr so viel im Bild war wie vorher. Man hat also im Fernsehen damals, so viel mein Wissensstand ist, einfach beschlossen, der Manni sei jetzt zu gross und zu berühmt worden. Man will keinen Starkult betreiben und wegen dem müssen wir ihn abschaffen. Und das finde ich ein echter Skandal, denn der Manni ist in jener Zeit, wo das passiert ist, wahrscheinlich der populärste Schweizer gewesen. Wenn man in einem Medium tätig ist, wo effektiv 12 Stunden im Tag sendet, können wir nicht einfach auf eine Person abstellen. Was hat denn die das Ding, das sagen, ja, das mache ich nicht mehr und was machen sie dann? Also wir haben ja schon weiter müssen schauen, aber nicht, dass man jetzt bewusst stark hielt hätte oder nicht hätte wollen. Im Gegenteil, man lächzt danach einen Star zu haben. Ja, ich habe es erlebt als eine brutale Zäsur. Meines Erachtens ist er relativ kalt abserviert worden. Und ich bin überzeugt, wenn man heute über Manni Weber redet und über seine ganze Biografie, über seine Geschichte, auch über die dunklen Seiten dieser Geschichte, dann muss ich als Medium Fernsehen, muss ich auch die SG, muss ich als Medium Radio schon ein paar selbstkritische Fragen stellen. Wie gehen wir um mit Persönlichkeiten, die bei uns in dem Mass, wie der Manni Weber, haben sie nur wenige geschafft, Karriere gemacht haben? Dass sie zu Ende war, endgültig, das habe ich ja dann nicht gewusst. Aber dass ich eine Pause brauche, längere, das habe ich gewusst und das habe ich auch wollen. Bei der Medizin, das ist ein bisschen plötzlich gekommen, aber es war richtig nach 16 Jahren, dass man da mal aufhört. Und beim «Wer gewinnt», Nachfolgesendung vom «Doppelt oder nicht», da habe ich schon 2 Jahre vorher gemerkt, also das gewisse, also lange mache ich das also nicht mehr. Es ist auch nicht oben, also lebensfüllend, sagen wir mal. Und dann habe ich auch die Kamera-Fatigue, die habe ich einfach gemerkt. Und da muss man aufhören, bevor es der Zuschauer merkt. Bevor man sich also muss zusammennehmen muss, dass man gut sein will. Ich will mal jeden Quiz. In der letzten Sendung mit Stargast Lilo Pulver wurde der sogenannte Super-Champion gekürt. Welches? Gouvert 3. Bangkok, Bangkok! Nach 5 Jahren haben wir also den Super-Champion. Ich will vielleicht die Gelegenheit noch ganz benutzen, kurz mehr zu verabschieden. Und dann ist es zu einer sehr schönen letzten Sendung. Man hat darauf geschaut, dass es nicht eine, so eine Abschiedssendung mit Blumen und Zeugs und Sachen, wobei dann fast eine Panne passiert ist. Es hat also so ein normal enden. Wenn wir Ihnen, die haben können, Freude machen und Spass machen, dann freut uns das und auch mich persönlich sehr, sehr herzlich. Und für heute sage ich nicht auf Wiedersehen. Aber ich wünsche Ihnen einen guten Abend, schönen Abend, gute Nacht. Und dann ist der Bundespräsident Brugger aufgestanden und angemeldet, Führer gekommen und hat dann auch so schöne Worte geredet. Und das ist natürlich schon etwas Gewaltiges. Darf ich ganz unprogrammgemäß etwas sagen? Ja. Darf ich im Namen stellvertretend für Hunderttausende von Fernsehzuschauern Ihnen, Manni Weber, herzlich danken. Sie haben das prima gemacht. Und alles danke, Gute. Danke. Danke. Ich danke Ihnen im Namen vom Schweizer Volk, für was Sie alles geleistet haben und so weiter. Und sehr gerührt und... Also... Der Patschi war noch überrascht in der Regie. Wir haben es noch fast verpasst. Und das ist natürlich etwas Besseres, kann man sich nicht... Das war nicht organisiert. Etwas Schönes kann man sich gar nicht vorstellen. Und dann war er die Meinung, dass ich... Was ich, mein Wunsch war,
eine kreative Pause mache. Weil ich auch gemerkt habe, die Doppelbelastung mit Radio und Fernsehen, es kann einmal einfach sein, dass dann mal ein Fehler passiert. Weil es ist einfach, man wird nicht jünger. Und dann sind die Jahre so ins Land gegangen und ich habe gewusst, es hat keinen Wert, dass ich im Fernsehen etwas mache, das schlechter ist oder einmal nicht so gut wie das, was ich gemacht habe oder nicht so gut ankommt. Und ich habe auch keine Idee gehabt. Und das Fernsehen hat sich bei mir auch nicht gemeldet. Hermann Weber war gerade mal 42 Jahre alt, als seine außergewöhnliche Fernsehkarriere zu Ende ging. Es blieb das Radio. 18 Jahre lang Sportreportagen, Informationssendungen, am Schluss Siesta, das Wunschkonzert für die Kranken. Bis auch diese Aufgaben mit der Pensionierung und der feierlichen Verabschiedung im Studio Basel zu Ende gingen. Da war Manny 60. Seither ringt er um eine neue Aufgabe. Meine Mutter hat natürlich mehr gesagt, ich soll mir ein paar Mal, und das habe ich jetzt auch in Teilbriefen, ich kann mich ein bisschen sozial betätigen. Das lässt sich sehr einfach sagen. Und das ist auch sehr. Ich bin nicht. Ich bin sowieso nicht gegen das eingestellt. Ich bin aber auch nicht so der Typ, wo. Vielleicht bin ich ein Egoist zu grossen. Oder es kümmert mich schon, wie es anderen Leuten geht. Aber mir hat man auch gesagt, du könntest ja mit Eltern im Altersheim zweckis mit dem Wagen, also mit dem. Zum Rollen, stoßen, mit diesen Leuten ins Kaffee gehen oder irgend so etwas. Das ist ganz edel und schön von mir. Aber es ist kein Ersatz. Kein Ersatz für was? Für den Kick von vorher. Mich hat einfach der Manny mehr interessiert mit all seinen Facetten, also von seiner Person, als eben nur als grosser Star. Weil wenn du ganz oben bist, hast du es irgendwo. Vermeintlich ja einfach, es fällt dir alles zu, oder du machst Schnips und hast eine neue Frau und machst Schnips und machst in der Sendung etwas anderes oder reist irgendwo hin und es fällt dir alles zu. Und Manny ist nicht mehr viel zugefallen in dieser Zeit, die ich ihn gekannt habe. Cornelia Diethelm, von Beruf Journalistin, lernte Manny 1988 kennen, als sie ihn für eine Fernsehzeitschrift interviewte. Danach blieb sie über mehr als 3 Jahre seine Freundin. Heute haben die beiden noch losen Kontakt. Ein Aspekt ist vielleicht, dass er so jung so viel Erfolg hat im Beruf, im Radio, am Fernsehen, dass er hat einfach immer alles gerade können haben. Es ist ihm alles zugefallen. Und ich habe das Gefühl, er hat nie wirklich müssen an sich schaffen. Also er hat persönlich nicht damals müssen wirklich eine Entwicklung durchmachen und auch durch harte Zeiten gehen und so. Und plötzlich wird er, oder nicht ganz plötzlich, aber er wird irgendwo von dem Podest oben runtergeschubst, oder? Es kommen die anderen nach. Ja, und ich denke, das muss ja auch sein Selbstvertrauen durchschütteln irgendwo. Mit Sicherheit hat der Manny Weber in meiner Einschätzung der Absturz in die Anonymität, in einem gewissen Sinn, eben doch in die Bodenlosigkeit, der Sturz, hat er nie verkraftet. Und das ist das, was das Traurige und für mich auch das menschlich Berührende, aber auch das menschlich Deprimierende ist an dieser Geschichte, mal unabhängig von der ganzen Geschichte, wie die Medien mit ihm umgegangen sind. Die Beziehung zwischen Manny und den Medien ist auch heute noch sehr eng. Besuch eines Teams der Schweizer Illustrierten für eine Reportage mit dem Titel «So einsam lebt der Star». Ich denke, auch da ist es wieder eine Gratwanderung, oder? Eben, grundsätzlich finde ich auch, aber das finde halt ich und der Manny sieht das sicher anders. Ich finde, er müsse sich selber besser schützen, nicht alles mitmachen und sich für Printmedien zum Teil auch in jeder Lage und Position und überall fotografieren lassen. Und jede Geschichte mitmachen, sondern vielleicht auch mal finden, nein, jetzt nicht. Oder? Ich denke, er hat das Recht darauf, Nein zu sagen. Musik.
Boulevardpresse in der Schweiz, Blick vor allem, hat Manny Weber jahrelang instrumentalisiert, ohne buchstäblich, ohne Rücksicht auf Verluste. Sie hat den Mann unverhältnismäßig glorifiziert, hochgejubelt, mit dem Resultat, dass der Mann jeden Realitätsbezug verloren hat. Und auf der anderen Seite, wenn dann Peinlichkeiten passiert sind, und das ist immer häufig der Fall gewesen, sie gnadenlos auf ihm herumtrampelt. Die Reportage in der Schweizer Illustrierten im Mai schilderte einen melancholischen Mann, bar aller Illusionen, der auch von den Schattenseiten des Ruhmes und von seinen eigenen Zweifeln berichtet. Das Echo war überwältigend. Der Fernsehstar im Ruhestand erhielt auf den Artikel hin über 200 Briefe und Faxe, die er alle irgendwann einmal persönlich beantworten will. Mhm. So viele Menschen haben Sie mit Ihrer guten Sendung Freude bereitet, über Jahre hinaus. Oha. Ich darf sie doch so nennen. Schließlich nennt alle Welt sie so. Ja, die Frau findet das alles auch gut. Und sagt euch, soll doch einmal zu einem guten Therapeut. Und wie fühlen Sie sich in der Natur? Wandern? Mir bedeutet das sehr viel. Sein, hören, sehen, staunen, gehen. Ja, ja. In diesem Land kann es einem nur gut gehen. Eigentlich muss es einem ja nur gut gehen. Weil alle Leute sind so wahnsinnig lieb und nett. Und ich habe ja wirklich hauptsächlich gute Dinge gehabt. Du bist mir richtig sympathisch geworden. Als Fernsehschöne konnte ich dich nicht ausstehen. Wahrscheinlich bin ich die einzige Frau gewesen, die nicht für dich geschwärmt hat. Mit aus dem Leben gegriffen, gute Rotstädte, stehen Sie früh auf, essen Sie nach Trennkost, machen Sie langen Spaziergang, trinken Sie täglich 3 Liter Flüssigkeit, das mache ich locker, räumen Sie sofort Ihre Wohnung auf, machen Sie dieselbe so schön wie möglich. Essen Sie wenig und einfach. Hm? Das muss eben ein bekanntes Buch sein. Der Autor Wilhelm Busch ist Jungfahrer in Essen, Evangelist, Prediger und Schriftsteller und Autor vieler Bücher. Er hat natürlich einen Namen, der anreizt, wenn man das liest. Also, Wilhelm Busch, Jesus, unser Schicksal. Aber wenn ich jeder soll bewältigen, das ist mir ein Rätsel. Das ist dann überwältigend. Die Leute müssen alle schreiben und sie müssen auf die Post springen und machen sich Gedanken. Hast du nie das Bedürfnis, dass die Leute einmal dich in Ruhe lassen? Nein, nein. Warum in Ruhe lassen? Sie machen mir ja nichts. Und im Gegenteil, sie geben mir ja noch, schreibe und schicke, zweimal schreibe. Nein, nein, ja, was soll? Ich bin jetzt in dieser Situation. Für den anderen ihres Glück musst du jetzt all die Arbeit machen und das alles beantworten. Ja. Hätte ich einen seriösen Beruf ausüben, dann wäre das nicht der Fall. Ja. Wünschst du das manchmal? Nein, 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 nein. So, auf geht's. Jetzt hat er, das ist auch ganz lustig, seine Leute sind jetzt die alten Frauen, die er Freude hat, die er kennt hat als ein Junge. Und das ist ganz lustig, wenn sie da Garfahrt machen, das weg ist und sie sehen oder so, doch das eben, ja, dann hat sie Freude an ihm. Sie sind jetzt halt eben auch alt geworden, die hier jung waren. Aber es freut ihn ja gleich. Es freut ihn schon, wenn er die Leute noch kennt. Das habe ich schon gemerkt. Und es ist ja auch schön.
Abgesehen davon. So zerrinnt der Ruhm vergangener Zeiten. Nach einem Leben im Scheinwerferlicht des Fernsehens und im Glanz der Medien, die alltäglichen Sorgen eines Rentners am Vierwaldstätter See. Was bleibt? Und ich glaube, er hat sich auch recht gemacht, soweit. Den Eindruck habe ich auch.